Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Blaine Mechaniker Simulator. Ja, wir sind bei der großen Inspektion. Und ja, wie gesagt, wir sollen komplett inspizieren. Ich hoffe, das kriegen wir auch hin. Wie gesagt, wir zerlegen quasi alles. Ja? Die Kolbenringe werden wir kontrollieren. Die Teile, wo schon defekt sind, die haben wir schon ausgebaut. Was da noch fehlt oder was da noch alles kommt, das sehen wir ja dann. Aber wir sind jetzt beim dritten Zylinder hier unten. Ich weiß, was ich nicht kontrolliert habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie gesagt, den haben wir kontrolliert. Das gut auf die Kamera kriegen. Doch, haben wir. Das haben wir. So. Das haben wir. Dann würde ich sagen, machen wir hier beim Zerlegen weiter. Nein. So wollte ich das nicht zerlegen. Ich will hier unten Schraube haben. Ich will das hier. Genau. So möchte ich das haben. So. Sieht doch alles noch schön aus. Wie gesagt, ich hätte viel, viel mehr Teile neu gemacht. Dann kann man das hier. Weißt du, manchmal ist das Spiel doch schon. So, und jetzt sehen wir es mal. Ja, ich weiß, was ich noch mit kontrollieren habe. Die Zündkerze. Okay. Das habe ich so aber kontrolliert. Zumindest mal bei einem alten Zylinder. Yay. Und, ja. Das könnte auch eine Ursache sein bei der einen Mission, wo wir, wir was vergessen haben, da haben wir diese Dichtung da unten ja gar nicht kontrolliert. Ich weiß nicht, ob ihr euch da rein erinnern könnt. Da haben wir die Dichtung da nicht kontrolliert. Da wird bestimmt eine davon defekt gewesen sein. Und dazu haben wir dann Leistungsverlust. Durchaus möglich. Die Ventile, ne? Die schieben wir mal nach oben weg. So. Kolbendichtung ist in Ordnung. Kolben, es geht auch noch. Ich will die. Ja. So. Der steht eigentlich relativ gut. Der ist gelb. Auch nicht gut, dann haben wir hier unten gleich alles soweit. Den haben wir ganz vergessen. Und den Ölfilter auch. So. Alles gelb, alles schön, alles toll. Nein. Manchmal trollt das Spiel mich. Also einmal kurz drücken für das Teil und lang gedrückt halten für die ganze Komponente. Jo. Da haben wir schon wieder ein Teil vergessen zu kontrollieren. Ach. Dann kontrollieren wir das halt beim Einbau. Ist ja egal. No. Ventile hatten wir.
Das ist manchmal doch verwirrend. Der ist im Arbeitstag relativ weit oben. Da sieht man eigentlich, die zwei sind gleich und die zwei sind gleich, wie beim normalen Vierzylinder auch. Aha. Sieht da, da ist schon was kaputt. Okay, dann bauen wir das mal aus. So. Dann haben wir. Haben wir hier vergessen, die Kolbenstange. Okay. Okay. So. Das sollte eigentlich schon passieren, ist aber passiert und wir können es halt nicht ändern. So. Ist alles schön, ist alles gut. Kurbelwelle. Die ist gelb. Kurbelwelle ist gelb. Aber die Lager müssen wir auch noch kontrollieren. Ach je, das ist ja. So. Dann runter damit. Und runter damit. Dann machen wir hier oben die Abdeckung mal auf. Ich denke, sonst haben wir hier unten nichts mehr, ne? So, Spectator. Motorabdeckung kontrollieren. Die Lager können wir nicht kontrollieren. Haben wir kontrolliert. Einschusslöcher sehe ich auch keine. Tankdecke haben wir kontrolliert. Und, oh. Instrumente können wir, glaube ich, noch kontrollieren, wenn ich mich nicht täusche. Nö. Nö. Da können wir nichts kontrollieren, aber da hinten können wir nicht raus. Nö. Also hier kann ich nichts kontrollieren. Okay. Hier und da und weg da und dann. Ist auch noch in Ordnung. Runter damit. Propeller runter. Das Teil runter. Wie gesagt, die große Wartung hier. Das ist dann immer was. Na komm, was soll's. Runter damit. Spectator Modus ist auch noch gelb. Okay. Nockenwellen. Die Nockenwelle hatten wir kontrolliert, glaube ich, ne? Ach, gucken wir wieder. Auch runter damit. So. Ja, Nockenwelle hatten wir kontrolliert. Gut, gut runter. Ich hab mal, ja. Mal die große Abdeckung runter. Mal wieder zum, ich meine zum dritten oder vierten Mal im Spiel. Vor allem hier hätten sie sagen können, direkt ich nehme beide. Wir hier noch was kontrollieren. Hier können wir nichts mehr kontrollieren. So. Haben wir nur noch die Lager. Hm. Nur die Lager im Motor. Also ich denke, ich habe ich alles kontrolliert. Fast alles. Muss ich beim Zusammenbauen noch mal nachkontrollieren. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Ich meine, die Dichtungen hatte ich jetzt alle kontrolliert. Die Stöße hatte ich, glaube ich, auch. Ich bin mir aber gerade nicht sicher.
wie gesagt, das hier frisst am meisten Zeit. Wie auch bei den anderen. Das ist doch schon echt, echt blöd. Ja. Die Scheibe war okay, die waren halt kaputt. Die tauschen wir. Jetzt gucken wir hier oben noch die Lage. Dann bauen wir zusammen und alles, was wir zusammengebaut haben, kontrollieren wir noch mal nach. Da haben wir ja irgendwas übersehen. So. Da habe ich Kugelstange verloren. Kurbelwellenlage. Ja, hier davon ist ein Anzeigefehler. So, ich hätte aber nicht gesagt. Was noch? Jetzt haben wir alles kontrolliert. Wie gesagt, ihr könnt euch die Folge von da dran auch mal gerne anschauen, ja? Wenn euch da was auffällt, was ich vergessen haben könnte, schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. Ich kann hier sonst nichts Defektes erkennen. Und unten drunter das Teilchen, da ist nichts mehr. Jo, ne, zusammenbauen. Ne, und dafür die ganze Arbeit. Ratz, 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 ratz und ratz, 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 ratz und ratz, 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 ratz und ratz. Und ratz, ratz, ratz und ratz und klatsch. Ei, ei, ei. Mal ist es hier noch eine Dichtung dazwischen, so kenne ich das mal zumindest bei den Motoren. Das hätten sie ruhig reinmachen können. Ich weiß nicht, wie die das ansonsten nicht bekommen. So, kommt schon. Also jedes Mal, wenn ich bei Motor abschraube oder so, Drehmomentstütze etc. pp. Kontrolliere ich das Gewinde ja nach. Ja, das könnte einem Spiel halt schwierig nachkontrollieren, aber ja. Wird das Gewinde dementsprechend nachgeschnitten oder werden auch direkt neue Schrauben eingesetzt? Sollte man nicht unterschätzen, sowas. Vielleicht, wenn eine Schraube schon etwas schwieriger rausgeht. Aber ansonsten, ja. Gucken wir beim Zusammenschrauben zu. Abdeckung nicht vergessen. Da bleibt auch ab. So. Dann, naja. Alles, was wir hier neu haben. Treibstofffilter. Wieso die Abdeckung? Ja, die nerven manchmal. Kann man die nicht irgendwie ausblenden? Das ist ja egal. Haben wir kontrolliert, ne? So.